Hi, wir schauen uns heute den Versace The Dreamer an und vergleichen, ob der Duft aus den 90ern auch heute immer noch mithalten kann. Mehr dazu erfährst du jetzt im Video. Der Versace The Dreamer ist einer der ältesten Düfte von Versace, die überhaupt noch auf dem Markt sind. 1996 erschienen haben wir hier wirklich einen Duft, der heraussticht aus der Menge. Natürlich beim Flakon angefangen haben wir hier vorne die Versace Medusa drauf, haben hier einen Glaszylinder, wunderschön gearbeitet, relativ simpel eigentlich im Antlitz. Obendrauf neben der Medusa nochmal das Cracker-Muster, natürlich typisch für Versace, und einen Sprühkopf. Wir haben hier keine Abdeckung, das heißt, wir haben hier nichts zum Draufsetzen wie bei den meisten Düften heutzutage, sondern haben einfach diesen simplen Sprühkopf eigentlich schon verpackt als Abdeckkopf. Sehr, sehr schön gearbeitet, fasst sich sehr schön an, lässt sich sehr schön sprayen. Man kann eigentlich nicht aussetzen, der Duft ist sehr, sehr schön verarbeitet. Wieder zum Anfang, Versace, The Dreamer. Wir haben hier wirklich den letzten Duft von Gianni Versace selber. Er hat ihn damals mitkonzipiert, ganz, ganz kurz vor seinem Tod. 1997 ist er gestorben, 1996 ist der Duft rausgekommen. Damit wirklich so der letzte Hauch des originalen Versaces, wenn man das so sagen möchte. Mit dem Versace, The Dreamer, haben wir wirklich einen sehr floralen Duft, sehr blumig. Das passt eigentlich auch perfekt in die 90er. Untermalt von der Tabaknote haben wir hier wirklich ein Parfum, was damals in die Zeit gepasst hat. Wir haben natürlich auch damals Parfums gehabt, wie zum Beispiel den Dior Fahrenheit. Das ist ein sehr, sehr starker Duft, auch typisch für die 90er, starke, überwältigende Düfte. Das ist der jetzt nun wirklich nicht. Aber wirklich sehr außergewöhnliche Düfte. Es wurde sich viel getraut und das merkt man bei dem Dreamer auch. Wir haben eigentlich kaum einen Duft auf dem Markt, der wirklich dem The Dreamer irgendwie ähnelt. Man kann auch kaum sagen, dass es einen Duft gibt, der ihm irgendwie gleichkommt. Also wie wir uns heute anschauen, zum Beispiel so ein Versace Pur Homme kommt ja wirklich dem Allure Homme Sport von Chanel sehr gleich. Also hier haben wir wirklich Düfte, die sehr ähnlich riechen, wenn auch natürlich nicht komplett gleich. Haben aber mit dem The Dreamer eigentlich kaum ein Derivat an Duft, das ähnlich oder gleich riecht. Der The Dreamer, direkt mal vorab, wirkt sehr luftig, leicht, blumig. Und dann mal von so einer Tabaknote. Lässt sich sehr schön tragen. Man merkt schon, dass es ein Herrenduft ist. Ich würde aber auch sagen, dass man ihn auch als Dame tragen kann. Das hat so eine leichte herbe Note eben durch das Tabak. Also wenn dir das nichts ausmacht, dass du sagst, hey, Herbes passt ein bisschen zu mir, passt zu meinem Outfit, passt zu meinem Charakter, dann könnte das auch als Unisex-Duft durchgehen. Aber ich würde sagen, eben durch die herbe Tabaknote neigt es eher dazu, ein Männerduft zu sein, als ein Unisex- oder ein Damenduft zu sein. Wenn wir in die prägenden Noten des Dufts reingehen, fallen besonders der Wacholder, die Iris, aber auch die Tabak auf. Wir haben natürlich hier ganz, ganz viele florale, blumige Noten drin. Das ist gar keine Frage bei dem Duft. Ich finde besonders diese Tabakbasis unten drunter macht den Duft sehr einzigartig. Gepaart eben mit ein bisschen Ambra, Ambroxan dementsprechend. Sehr luftig, leicht, frisch. Hier haben wir nicht diese typische Ambroxan-Schwere, sage ich mal, wie in einem Dior Sauvage, sondern haben einfach eine sehr, sehr frische, leichte Ambroxan-Note. Wahrscheinlich ist es Ambra, ich kann es nicht genau sagen, ich kenne die genauen Inhaltsstoffe davon nicht. Das wird nur Versace sagen können, was da am Ende genau drin ist. Haben aber diese typische Ambra-Note, ein bisschen alkoholisch, nicht so schwerliegend. Man kann es schon fast vergleichen eigentlich mit einem Creed Aventus. Da haben wir auch so eine leichte, alkoholische, ginartige, hier weniger ginartig als beim Creed. Aber auch eine sehr frische, florale Note. Das kommt eben sehr, sehr ähnlich. Wir haben hier natürlich nicht die Haltbarkeit von einem Creed-Duft, auch wenn wir hier eine ähnliche Natürlichkeit riechen. Also er wirkt einfach nicht wirklich synthetisch. Also natürlich, man merkt, hier sind nicht nur Naturstoffe drin, sondern hier wird auch mit Molekülen rumgespielt. Aber wir haben trotzdem eine sehr, sehr frische, sehr natürliche, sehr blumige Note da drin, die ganz besonders hervorsticht. Aber genug der tausend Worte. Wir fangen direkt mal an, sprühen den Versace Dreamer auf unsere Haut und schauen mal, wie er riecht. In meinen Augen stechen sofort hervor eine sehr alkoholische, sehr ginartige Note. Der Tabak ist eher im Hintergrund, also wir riechen den Tabak am Anfang, ja, sehr, sehr viel weniger. Er liegt wirklich sehr, eher so herb im Untergrund, in meinen Augen wirklich sehr, sehr schwach. Im Vordergrund haben wir ganz besonders sehr viele blumige Noten. Ich muss einfach sagen, Lilie und Iris sind hier einfach die prägenden Noten am Anfang. Das ist das, was dieses Florale bei dem Duft am Anfang natürlich ausmacht, zusammen mit dem Ambra, Ambroxan. Sehr leicht, sehr luftig, sehr frisch. Ich finde, das ist ein Duft,
der überzeugt eigentlich durch diese simple Frische, diese blumige, frühlingartige Frische, die der die ganze Zeit im Raum beträgt. Wenn wir jetzt noch ein bisschen länger dran riechen, bekommen wir immer mehr diese fruchtigen Noten raus. Also Wacholder steht da ganz besonders im Vordergrund. Aber ich würde auch sagen, dass wir da noch ganz andere fruchtige Noten drin haben. Das Ganze wirkt allgemein eher trocken, deswegen kann ich jetzt oder würde mir selber jetzt nicht zutrauen, einzelne Noten zu benennen. Ich habe aber das Gefühl, und das hat wirklich so eine leichte Ähnlichkeit zum Creed Aventus, sehr trockene Früchte, natürlich nicht so präsent, also der Duft ist gar nicht mal so präsent wie der Creed Aventus. Wie gesagt, eben schon erwähnt, das muss man immer wieder erwähnen, wenn ich den vergleiche mit dem. Haben aber trotzdem, ja, So eine frische, fruchtige Note, die da die ganze Zeit so ein bisschen mitschwingt. Der Dreamer ist wirklich ein Duft, und das sage ich selten, der wirklich genial ist. Er trifft wirklich einen Nerv bei mir. Das war einer der ersten Düfte, die ich überhaupt hatte. Ist heute auch ein Duft, den ich immer noch sehr, sehr gerne trage. Es leidet so ein bisschen drunter, dass die Haltbarkeit und Silage nicht besonders toll ist. Auf meiner Haut hält der etwa so 5 bis 6 Stunden. Dann muss ich ihn nachsprühen. Die Silage ist in Ordnung. Ich würde sagen, die ganze Zeit riecht man ihn. Aber halt auch nur moderat. Ne? Also wir haben hier eben einen sehr blumigen, sehr frischen Duft. Das ist im Sommer komplett okay, wenn du eben eher T-Shirts trägst, eher eine warmere Haut hast, von da an viel projizierst, das heißt viel Hitze hast. Da geht es auf jeden Fall. Im Winter, im Herbst empfehle ich den aber einfach nicht, weil er einfach zu schwach dafür ist. Du riechst ihn da einfach nicht. Er passt auch gar nicht so wirklich in das Setting. Er ist wirklich ein Frühlings-, wirklich ein Sommerduft. Dafür ist er perfekt geeignet. Und dafür, finde ich, ist das so ein bisschen... Und ich habe am Anfang gesagt, man kann ihn eigentlich zu kaum was vergleichen, was heute da ist. Und da muss ich mich wirklich ein bisschen einschränken. Denn ich finde, das ist so ein bisschen der Ur-Aventus, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben typischerweise auch diese Ambroxan-Basis. Wir haben oben drüber ganz viele blumige, hier auch sehr trockenfruchtige Noten. Das passt einfach perfekt in dieses Bild. Er riecht nicht gleich, wenn ihr an dem riecht. Die haben keine Gemeinsamkeiten in der Weise. Aber wenn ihr beide riecht und beide vergleicht, werdet ihr, glaube ich, wissen, was ich meine. Eben diese trockene, fruchtige, spritzige, aber trotzdem sehr gut getragene, leicht alkoholische Note. Das macht den ganzen Duft aus, das macht ihn besonders und hebt ihn auch deswegen extrem hervor. Außerdem überzeugt natürlich die Preis-Leistung bei dem Duft. Wir haben hier einen Duft, der ja irgendwas zwischen 20 und 30 Euro kostet. Wenn man sich 50 ml kauft, das sind jetzt 100 ml, haben wir natürlich noch niedrigere Preise, eher 15 bis 20 Euro. Das ist für so einen Duft, der so einzigartig ist, der so toll riecht, wirklich, wirklich eine Top-Empfehlung. Wir haben selten Düfte, die in diesem Preisbereich so herausspiken, was die Einzigartigkeit angeht. Normal haben wir da, ich will jetzt nicht schlecht über andere Düfte reden, aber Adidas-Düfte, Axe-Düfte, wie auch immer, alles, was man so im niedrigen Preisbereich findet, in Drogerien zum Beispiel, alles, was da so im Regal steht, ist ja oftmals, ich sag mal, zweite, dritte Klasse der Düfte. Und das ist im gleichen Preisbereich, sticht aber massiv hervor. Ich habe ihn selten in Drogerien gesehen, ich habe ihn selten in Parfümerien gesehen. Den findest du eigentlich nicht. Ich habe ihn erst, ich glaube, einmal gesehen, wenn nicht zweimal, da bin ich mir gerade unsicher. Habe ihn auch sofort in die Hand genommen, musste ihn riechen. Jetzt nicht, weil ich ihn kaufen wollte, ich habe ihn ja schon, übrigens mehrfach schon gehabt. Aber er ist einfach so toll, ich rieche ihn so gerne. Und deswegen ist es echt eine Top-Empfehlung, falls du dir eventuell kein Creed Aventus leisten möchtest, leisten kannst, aber trotzdem diese herbe Unternote, trocken, frische, spritzige Obernote, was besonders Früchte, was besonders blumige Noten angeht, ist das echt eine schöne Top-Empfehlung, dass du sagen kannst, ey, ich habe hier auch einen Duft, der natürlich nicht mithalten kann mit dem Aventus, aber das ist ein Duft, der hervorsticht, der einzigartig ist und dir in meinen Augen auch Komplimente bringt. Danke dir fürs Zuschauen vom Video. Abonniere mich doch gerne, falls dir das Video gefallen hat, und kommentiere doch auch, ob dir der Dreamer gefällt oder ob du ihn schon mal probiert hast. Auch kannst du natürlich kommentieren, welche Düfte du als nächstes sehen möchtest, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.